Tatratrara, das Finale. Ich habe für andere Antriebe jetzt mal die Ladeschaltung von Fischer Modellbau mir bestellt, plus die Kondensatoren. Und ich hatte da jetzt schon mal probiert. Da dachte ich mir, was passiert denn eigentlich, wenn du in eine Tatra auch eine Ladeschaltung reinbaust? Joa. Seht selbst. Ich sag euch, das ist ein Fahrverhalten genial. Die hat eine eingestellte Nachlaufzeit von 2,5 Sekunden. Fährt sowas von seitenweich, dass es eine wahre Freude ist. Da sind jetzt die Ladeschaltung plus fünf von diesen, ich weiß gar nicht, sind die Elkos und auf jeden Fall diese kleinen SMD-Bauteile, die es bei Fischer auch zu kaufen gibt. Also, ihr seht, es ist genial. Ich werde jetzt noch ein paar Videos reinstellen bzw. folgen lassen, einfach von ein paar Fahrszenen. Bedanken möchte ich mich auf jeden Fall bei Thorstens TT Soundbastelei und seinem YouTube-Kanal, ein guter Freund von mir, der telefonisch mit Rat und Tat zur Seite stand. Den Link zu seinem Kanal tue ich in die Beschreibung mit rein. Guckt es euch mal an, der macht tolle Sachen. Und ja, jetzt werde ich noch ein paar kleinere Aufnahmen folgen lassen. In dem Sinne, bis dann.